Diese Geschichte hat alle Zutaten eines großen Skandals. Eine ganze Bevölkerung wird abgehört, ein Held deckt es auf und es gibt eine Menge Verdächtige. Nur die Betroffenen berührt es offensichtlich wenig. Gibt es Wichtigeres, um das man sich Sorgen machen kann? Finde ich jedenfalls so. Ich habe den Überblick verloren. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich da schon ein bisschen weghöre. Es werden Daten preisgegeben ohne Ende übers Internet. Also wer soll sich da noch wundern? Jetzt kann man anfangen zu analysieren. Ist es der Sommer? Ist es die Art und Weise, wie die Bundesregierung damit umgeht? Diese Wurstigkeit, die zumal Angela Merkel verbreitet, legt sich die auf das Land? Oder sind Journalisten nicht in der Lage, die Gefährlichkeit der Geschichten zu übersetzen? Ein Dilemma. Seit 8 Wochen recherchieren und berichten Journalisten. Tägliche Schlagzeilen über den globalen Lauschangriff. Ein Thema, das alle betrifft. Eigentlich. Aber wie den Menschen den Angriff auf die Privatsphäre klarmachen, während sie völlig selbstverständlich Privates etwa in sozialen Netzwerken ausplaudern, freiwillig. Es müsste, glaube ich, mehr Beispiele geben, wo das Ganze tragische Konsequenzen hat. Wir hören immer eben nur von den Leuten, die Anschläge verhindert haben mit der Technologie oder dass Anschläge verhindert worden sind. Wenn es vergleichbar dazu auch Belege geben würde, dass mit dieser Internettechnologie Unschuldige verdächtigt und verfolgt worden sind, dann wäre das, glaube ich, dann bekämen diese Sachen ein Gesicht, dann würde man sehen, dass diese Technologie auch Probleme irgendwie bereitet. Solche Fälle fehlen. Stattdessen Bilder von geschlossenen US-Botschaften in arabischen Ländern. Geheimdienste wollen Terrordrohungen abgefangen haben. Rechtfertigung für den globalen Lauschangriff? Was das für den Bürger bedeutet, das ständige Aushorchen nämlich, ist schwer zu bebildern. TV-Journalisten greifen zu abstrakten Symbolen. Kabel, Computertasten, Datenkolonnen. Immer und immer wieder. Gespickt mit Fachausdrücken, die kaum jemand auf Anhieb versteht. Prism, Metadaten, X-Keyscore, Netzwerkkonzentrator. Sebastian Mondial ist einer der wenigen Datenjournalisten, der die technischen Zusammenhänge versteht. Er durchleuchtet die Programme und Dokumente amerikanischer Geheimdienste, sucht nach Hinweisen auf Rechtsverstöße, wie in dieser PowerPoint-Präsentation über das X-Keyscore-Spähprogramm. Die Folien selber sind ja für ein Fachpublikum innerhalb der NSA oder beteiligter Technikunternehmen irgendwie geschrieben worden. Das heißt, man braucht Kenntnisse über die Abkürzung, die dann ist. Man braucht Kenntnisse über die Vorgänge und den Kontext. Und gerade wenn so webspezifische Abfragen da irgendwie drin aufgeschlüsselt werden, dann wird es für Journalistinnen und Journalisten schwierig zu deuten, was sehe ich da eigentlich gerade. Wenn Journalisten das IT-Fachwissen fehlt, können sich Politiker vor der Meute gut hinter Floskeln verschanzen. Brauchen keine spezifischen Nachfragen fürchten. Das ist eben auch das Schwierige. Die Leute, die Politiker befragen, sind nicht die unbedingt diejenigen, die sich mit der Technik auseinandersetzen und denken, was für ein Quatsch. Diejenigen, die sich mit der Technik auseinandersetzen, sind nicht unbedingt diejenigen, die Politiker befragen. Die Techniken, die ich nachvollziehe oder die Zeitung nachvollzieht, mit Expertenhilfe ist das eine. Und die Bewertung der rechts- und grundrechtsgefährlichen Begebenheiten ist das andere. Demokratische Grundprinzipien in Gefahr. Bei anderen Geschichten wurde da ganz anders nachgefragt. Der Journalismus in Toto hatte eine ungeheure Energie, als es gegen Wolf ging und darum, die echten oder vermeintlichen Affären aufzudecken. Über Wochen lang ließ man nicht mehr locker. Das war maßlos übertrieben. Jetzt bräuchte man diese Energie, jetzt bräuchte man diese Werf, jetzt bräuchte man diese Power, um die Grundrechte zu verteidigen und die Politiker zu Aktionen zu veranlassen. Jetzt fehlt diese Werf und jetzt fehlt diese Power. Wenn Journalisten es schaffen würden, Politiker in die Enge zu treiben, den Skandal vom Abstrakten in die Lebenswelt ihrer Leser und Zuschauer zu holen, deutlich zu machen, dass es nicht nur ums Abfischen von Daten geht, sondern vor allem um deren eigene Grundrechte, dann spüren die Betroffenen vielleicht das wahre Ausmaß der Geschichte. Wir sind eins. ARD.